Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal 7G Tronic Plus. Ganz wichtig, Plus. Getriebeölwechsel zu erkennen. Recht gut. Gehen wir ein bisschen näher ran. Einmal eine Zusatzölpumpe ist da immer verbaut. Und an der Ölwanne sieht man das recht gut, da diese vier Einbuchtungen tiefer sind. Und hier hinten ist so ein bisschen abgeschrägt. Sehr gut zu erkennen daran, 7G Tronic Plus. Und vorab, bevor wir jetzt anfangen, die ganze Sache zu wechseln, schaut wirklich ganz genau hin, was für ein Getriebe bei euch verbaut ist. Weil die Unterschiede zwischen 7G Tronic und 7G Tronic Plus sind recht groß. Ölmenge und auch Ölviskosität. Also von hier ist ein blaues Öl drin. Bei den älteren 7G Tronic Getrieben ist noch das rote Öl eingefüllt und auch das Steigröhrchen und so weiter haben unterschiedliche Farben und auch unterschiedliche Höhen, aber das schauen wir uns dann gleich mal genauer an. Das ist erstmal vorab ganz wichtig, dass ihr danach schaut, welches Öl hier rein muss, welches Getriebe ihr verbaut habt. Ganz wichtig vorab nachzuschauen, weil wenn ihr das falsche bestellt, wird es blöd. Würde ich sagen, schauen wir uns erstmal ganz kurz an, was wir jetzt genau alles brauchen an Werkzeug, an Materialien und so weiter, um das ganze Öl zu tauschen. Was brauchen wir jetzt erstmal vorab? Ganz wichtig, Imbus, 6er Imbus, 4er Imbus. 4er Imbus für die Wandlerablassschraube, 6er Imbus für die normale Ölwanne, für die Ablassschraube. Dann brauchen wir einen E10 Torx für die Schrauben von der Ölwanne und für die Zusatzölpumpe, die müssen wir mit abbauen, einen T30 Torx. So, dann haben wir bestellen immer so ein komplettes Ölwechsel-Kit. Da haben wir dann logischerweise neue Schrauben für die Ölwanne, weil die kriegen nicht bloß Drehmoment, die kriegen auch Drehwinkel. Ablassschraube für die Ölwanne neu, Wandlerablassschraube neu und zwei neue Magneten. Und jetzt hier, ganz wichtig zu sehen, ein grünes Überlaufrohr. Wenn wir jetzt mal hier zum Vergleich nehmen, das ist jetzt für die normale 7G Tronic. Da haben wir ein weißes Röhrchen und wenn wir die mal nebeneinander halten, sehen wir schon die Höhe. Das heißt, beim Auffüllen mit 45 Grad dann auch die richtige Ölmenge dann abzuchecken, wäre hier schon dann das Problem, weil die Höhe unterschiedlich ist. Also es würde anders das Öl rauslaufen. Wir hätten die falsche Ölmenge definitiv am Ende eingefüllt. Das ist schon mal der Punkt. Deswegen 7G Tronic weißes Röhrchen, 7G Tronic Plus grünes Röhrchen. 7G Tronic Plus blaues Öl, 7G Tronic normal rotes Öl. Und dann haben wir nämlich auch den Unterschied. Hier ist es die Freigabe MB236.14. Und bei dem anderen Getriebe, bei dem 7G Tronic Plus, haben wir die Freigabe 236.15. Das ist ganz wichtig zu beachten, weil dieses Öl ist reibungsreduziert. Das sieht man auch immer daran, wenn wir jetzt bestellen, Code A89 oder Code A89, reibungsreduziert, blaues Öl, 7G Tronic Plus. Ganz wichtig darauf zu achten, wenn wir das falsche Öl einfüllen, ist ja in einem gewissen Maß ein Getriebeschaden dann vorprogrammiert. Hier ist es jetzt so, dass der Kunde wirklich das falsche Öl, wollte es selber mitbringen und hat das falsche Öl hier bestellt und auch viel zu wenig an Öl. Wir brauchen bei dem 7G Tronic Plus wirklich so zwischen 8 und 10 Liter. Dann brauchen wir natürlich hier so ein Befüllgerät. Das ist jetzt hier ganz einfaches mit Handpumpe. Kann man überall bei Amazon und so weiter kaufen. Und dann gibt es so einen Kasten dazu. Der liegt hier drüben an der Ölablassschraube. Dann hier, das wäre jetzt hier das Richtige zum Befüllen von dem Öl. Das wird ja unten an der Ölwanne direkt befüllt. Aber darauf gehen wir dann in Ruhe ein, wenn wir dann soweit sind. Mal sagen, jetzt lassen wir erstmal das ganze alte Öl ab. Heißt Ölwannenablassschraube, Wandlerablassschraube, Zusatzölpumpe abbauen. So, wie gesagt, als erstes Ölablassschraube vom Getriebe. Ganz wichtig, mal kurz ein bisschen Hallo sagen, weil die lösen sich sonst ein bisschen schwierig. Wir wollen sie nicht rund drehen, dann haben wir nämlich das Problem, dass
die dann immer schwer aufgehen, wie man schon gesehen hat. So. Ich nehme mir dann auch immer hier so einen 5 Liter Messbecher, um mir einfach auch mal ein bisschen besser das Öl anzuschauen. Genau, Holger hält mal ein bisschen drunter. So, zack. Und dann muss das Ganze erstmal ablaufen. In der Zeit können wir schon von der Zusatzölpumpe den Stecker abmachen. Einmal hier den raus. Klack. Und Stecker abziehen. Hier mal den Kabelbinder, können wir dann mal mit abmachen. Und das alles mal so ein bisschen zur Seite nehmen. Machen wir dann bloß neu. So. Zack. Das sind die schon mal weg. Jetzt schon mal ein bisschen hier so drüber, dass das nicht im Weg rumbaumelt. So, jetzt ist das erste Öl abgelaufen. Reicht aber nicht. Jetzt müssen wir erstmal das Steigrohr wegschlagen. So, da muss man immer ein bisschen schauen, was man am besten findet. Ich nehme jetzt hier immer so ein Dorn bisschen schräg rein. Dass wir merken, hier ist ein bisschen Gegendruck. Und muss das weg. Zack. Und dann kommt der Rest raus. So, wenn das dann halbwegs abgelaufen ist, den Rest können wir in der Ölwanne drinnen lassen. Die müssen wir ja eh abbauen. Machen wir erstmal die Ablassschraube wieder grob rein. Also die alte Ablassschraube. So, bloß dass es jetzt hier erstmal nicht weiterlaufen kann. Ein bisschen abwischen, dass uns sie rumtropft. Und dann bauen wir als nächstes die Zusatzölpumpe ab. Das sind genau 3 Torx. 1, 2, 3. Wie gesagt, das sind die E30. Die sind irgendwie fest hier. Das sind 8 Newtonmeter, kriegen die dann am Ende wieder. Die brauchen auch nie erneuert werden. So, erstmal bloß locker schrauben. Bloß gucken, nehme ich die eine ist nämlich länger hier drüben und die anderen sind kürzer, da muss man ein bisschen aufpassen. So. Jetzt kommt es nämlich wieder rausgelogen. So, dann als nächstes, ich denke mal, man kann es halbwegs erkennen, den Wandler drehen. Hier ist die Aussparung beim 7G Tronic Plus und einmal die Wandler Ablassschraube lösen. Zack, brauchen wir ein bisschen eine Verlängerung. Läuft nämlich erstmal schön hier seitlich, bis es dann hier rauskommt. So, das dauert jetzt erstmal eine ganze Weile, bis das hier ausgelaufen ist. So, in der Zeit, wo jetzt der Wandler leer läuft, können wir uns schon mal um die Wanne kümmern, schon mal anlösen, ringsrum, dass wir das schon vorbereitet haben, dann bloß noch runternehmen müssen. So, das Blech einmal abbauen. Die Schrauben können dann eh weg, kommen neu. Zack. Ich sag, hier ist sogar, das ist jetzt ein Mercedes W205 C-Klasse, da geht das auch mit dem, ich hoffe man sieht es jetzt auf dem Video, das Blech hier hinten ist relativ weit hinten. Beim 7G Tronic Plus, bei den späten 211ern und beim W212 ist das meistens ein bisschen im Weg, da muss man hier ein bisschen fädeln, um das raus und rein zu bekommen. Einige Stunden später ist dann auch mal der Wandler leer gelaufen. Wir haben dann uns auch mal den Wandler, hier sind normalerweise die Ablassschraube, weil hier die ja doch die Zusatzölpumpe sitzt. Wir haben uns das jetzt einmal die Bohrung hier runtergedreht, dass es auch schneller abläuft. Wir machen jetzt auch gleich hier unten die neue Wandlerablassschraube rein. Die wird dann mit 10 Newtonmetern festgezogen. Das können wir jetzt auch alles schon gleich komplett fertig machen. So, einmal drin und dann einmal mit 10 Newtonmetern anziehen. Zack, genau. 10 Newtonmeter drin, fertig. Jetzt machen wir hier
noch nichts weiter. Jetzt machen wir erstmal die Ölwanne ab. So. Da ist nämlich auch noch einiges drin. Ja. Was sind jetzt auch nochmal? Sind wir wieder fast bei 5 Liter? Mhm. Dann sind wir bei 7 Liter. Plus das jetzt oben noch, kommst du auf 8 Liter. Ja, und jetzt sehen wir hier auch ein grünes Röhrchen. Jetzt kommt er. So. Zack. Das ist schon ganz schön verschmuddelt hier. Was ist der Baujahr gewesen? 2016. Ja, 16? Hm. Ist noch der erste. Ja, 2016, der allererste Filter noch. Heißt auch allererstes Öl. So, die Dichtung weg. Zack. Und mal sehen, wie es jetzt hier am Magneten aussieht. Das ist halt so die ganz normalen Ablagerungen aus dem Getriebe. Es sind jetzt keine groben Bestandteile drin. Alles gut. Jetzt nicht schlimm. Brauchen wir jetzt nicht sauber machen, weil wir haben ja ein neues Magnet. So, jetzt machen wir einmal die Wanne schön sauber. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Das weiß ja jeder selber, dass das ordentlich schön sauber gemacht werden muss. Einmal mit Bremsenreiniger ausspülen. Wer so einen Reinigungswagen, so einen Spülwagen hat, der kann das dann auch gerne darin spülen. Aber eben mal komplett fettfrei sauber machen reicht dazu. So, als erstes einmal neuer Filter rein. Da haben wir einmal hier hinten, ne, so zwei Nasen. Und haben hier einmal die Punkte, wo die da reinkommen. So, immer vorne und dass der Rutsch hier rein rutscht. Jetzt. So. Gut. Und dann einmal natürlich die Dichtfläche vom Getriebe ordentlich sauber machen. Neuer Dichtgummi drauf, neues Steigröhrchen rein und neue Schrauben. So, und dann können wir die ganze Sache schon wieder ansetzen. So, machen wir die erstmal mit Drehmoment dran. 4 Newtonmeter. Einmal die ganze Sache. Und natürlich immer schön versetzt. Und dann einmal Hundherd 80 Grad. Eins. Und zwei. Drei. Okay, halt jetzt mal du. Nummer vier. Nummer und Nummer 6. So, also wie gesagt, 4 Newtonmeter, 180 Grad. So, dann setzen wir als nächstes die Ölpumpe wieder ein. So, tack. So, 8 Newtonmeter. Zack. Stecker wieder dran, verriegeln, die alte Ablassschraube wieder raus. Jetzt haben wir für das Befüllen hier diesen Adapter reingemacht, stecken einmal das Gerät dran, gucken, dass es ordentlich arretiert ist, jawohl, so, können wir aufmachen. Wir haben jetzt in das Befüllgerät 8 Liter Öl eingefüllt, befüllen jetzt erst einmal mit 6 Liter. Das Ganze. Eine Ewigkeit später. So, jetzt haben wir 6 Liter eingefüllt. 2 Liter verbleiben noch im Befüllgerät. Hier haben wir jetzt abgesperrt. Das nehmen wir jetzt einmal zur Seite. Fahrzeug runter. Diagnosegerät anschließen. Fahrzeug starten und
schauen, bis 45 Grad Getriebeöltemperatur erreicht sind. Dann geht die ganze Sache weiter. So, wir sind jetzt auf Ölstandskontrolle gegangen. Dann sagt er uns auch nochmal, entsprechender Vorschrift 236.15 Öl verwenden. Hier ist nochmal die MB-Nummer. Ist jetzt erstmal eher uninteressant. Und jetzt brauchen wir erst einmal die richtige Öltemperatur. Öltemperatur des Automatikgetriebe 24 Grad. Jetzt warten wir, bis es 45 Grad erreicht hat. 2000 Jahre später. So, jetzt haben wir 45 Grad erreicht. Machen wir hier wieder auf und pumpen den Rest der 2 Liter, die restlichen 2 Liter noch rein. So, jetzt müssen wir einmal die Gänge durchschalten. Immer so 10 Sekunden lassen. Haben wir einen Rückwärtsgang. Jetzt haben wir N. Wie wir sehen, geht da auch dann die Temperatur wieder runter auf 43 Grad. So, jetzt machen wir hier den Kollegen ab. Machen den hier raus. So. Ah, muss noch ein bisschen was rein. Ah, müssen wir noch ein bisschen was nachfüllen. Da muss man dann nämlich jetzt genau hingucken. Und dann müssen wir noch einen halben Liter nachfüllen. So, dann kriegt die Ablassschraube einmal 22 Newtonmeter. Jawohl. So. Genau. Gut, einmal sauber machen. Wichtig, wie gesagt, 45 Grad. Dann die 2 Liter, die restlichen 2 Liter einfüllen, dass wir 8 Liter in etwa drin haben. Die Gänge durchschalten, jeden Gang so etwa 10 Sekunden drin lassen. Und dann bei 45 Grad, weil dann geht die Temperatur ja eh noch mal ein Stück runter, abziehen, schauen. Das darf nicht in Strömen rauslaufen, das muss so ganz leicht raustropfen. Und dann ist das genau die richtige Füllmenge. Wenn hier nichts raustropft oder rausläuft, wie bei uns jetzt in dem Fall, noch mal einen halben bisschen Liter nachfüllen, noch mal nach 45 Grad schauen und dann noch mal abmachen. Und dann kommt es ja bei uns schön so in Tröpfchen raus. Dann schnell die Ablassschraube rein, fertig. Passt das. Probefahrt machen, nochmal durchchecken, ob alles passt. Und dann sind wir durch. Unterbodenverkleidung wieder dran. Erledigt. Würde ich sagen, sind wir soweit durch. Die Drehmomente werde ich unten euch nochmal mit in die Videobeschreibung reinhauen. Und dann sollte das eigentlich alles kein Problem sein. Wichtig ist halt nur, so ein Befüllgerät braucht er zu dem ganzen Werkzeug und natürlich eine Diagnose, ein Tester, wo man die Getriebeöltemperatur auslesen kann. Ansonsten ist das ja, nicht machbar. Gut, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Sven. Ciao.